Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Gothic 2, hier in der Nostalgic Edition. Wir sind noch unterwegs im Minental, zusammen mit Chani, und wir räumen das Minental ordentlich und kräftig auf. Wir haben in der letzten Folge uns durch einen Großteil der Ork-Belagerung gemetzelt. Ein ist viel weniger. Und ich möchte sagen, dass das sehr erfolgreich war. Wir haben auch den Feuerdrachen Feomata getötet und sind jetzt unterwegs. Unterwegs zu Xardas alten Türmen. Ja, also zum einen der versunkene Turm und zum anderen der noch steht, den man in Gothic 1, wo man Gothic 1 Xardas findet. Oh, das war ganz, ganz knapp gewesen. Das war aber ganz knapp gewesen. Heile mich. Ich bin eigentlich so ein bisschen der Tank. Zumindest versuche ich es. Ich bin so ein bisschen auf Tank unterwegs. Und Chani ist halt die Healerin. Und sie haut halt auch noch den Damage raus. Das darf man dann auch nicht verachten, ne? Ein Mist viel weniger. Ein Mist viel weniger. So. Okay, und ich sag mal so, vor zwei Folgen hatte ich, oder drei, ich bin mir nicht so sicher, auf jeden Fall, nachdem wir den Steindrachen getötet haben, habe ich eigentlich schon mal versucht, zu Xardas versunkenem Turm irgendwie vorzudringen, aber da waren so dämonische Varane, Entschuldigung, nicht Waage, die da auf der Insel schon rumhausten, die extrem stark waren. Und diese dämonische Bedrohung, die ist ja auch noch offen als Quest. Und ich weiß, dass hier oben irgendwelche dämonischen Snapper rumhausen sollten. Ja, da vorne sehe ich sie schon. Die sind auch nicht so ohne, glaube ich. Sehen aber auch wild aus, ey. Dieses rosafarbene. Das ist Razor-Dinger. Nein, nein, nein. Ja, das kann ich ja vergessen. Das kann ich ja vergessen. Ich glaube, die sind noch eine Nummer zu wild, glaube ich. Ich denke. Taktikeinstellungen. Defensiv. An. Also die sollen erst angreifen. Die soll erst angreifen, wenn ich attackiert werde. So zumindest die Theorie. Praxis sieht da natürlich immer noch mal so ein bisschen anders aus. Ich eröffne mal mit einem Kugelblitz. Vielleicht reagieren die ja darauf. Heile mich, Chani, heile mich einfach nur. Nee. Nee, okay, ich denke. Das scheint. Nee, okay. Ist nicht schlimm. Hat keine Heile. Wir gehen einfach weiter. Offenbar bin ich dafür noch nicht gewappnet. Ganz offensichtlich. Die sind dann doch eine Ecke zu heftig. Diese Dämonenviecher. Aber hier ist so ein einzelner von denen. So ein einzelner Varan-Dämon. So ein paar Wolf-Dämonen oder so haben wir ja auch schon geschafft. 500 XP bringen die. Die sind aber auch wirklich verflucht strong, ey. Einzeln machbar. Aber wenn es mehr als zwei sind, wird es schon übel. Vielleicht kann ich die so ein bisschen einzeln pullen hier. Ach, Chani. Ein Mist viel weniger. Die sind nicht ohne. Okay. Wie gesagt, da drüben sind noch mehr von den Viechern. Ich bin aber mal ganz ehrlich, vielleicht hebe ich mir das wirklich erstmal ganz bis zum Schluss auf. Vielleicht warte ich da wirklich erstmal noch, bevor ich jetzt in der Hinsicht weitermache. Das wäre jetzt vielleicht nicht so zielführend. Ich werde jetzt aber erstmal diesen Steingolem hier holen.
Ein Mistvieh weniger. Dankbarer Gegner. Und dankbare Unterstützung natürlich. So, ich heile mich mal kurz hoch hier. So, okay. Ich habe ja auch gelernt, von den Drachensnappern das Horn, die Hörner zu nehmen. Ja, die können wir, denke ich, ganz gut veräußern, vermute ich mal. Wir können auch nochmal in Silvestros Schürfmine, Silvestros Schürfstelle nochmal nachgucken. Vielleicht ist da irgendwas neu gespawnt an Viehzeug. Ui. Auf jeden Fall ein paar leckere Snapper da unten. Die ziehe ich mir gerne rein. Das ist jetzt ein Problem. Boah, okay, das hat sie aber besser abgehalten, als ich vermutet hatte. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie jetzt gleich umkippt und dass ich hätte jetzt noch... Ui. Oh Gott, dämonische Minecrawler oder was? Nee, Minecrawler-Dämon, Alter. Okay. Also doch das, was ich gerade gesagt habe. Gut gemacht. Ich schätze mal, da drin wird es noch viel mehr geben davon. Will ich da jetzt reingehen? Will ich das jetzt rausfinden? Vielleicht hat das auch irgendwas mit Xardas Türmen zu tun. Diese dämonische Bedrohung. Unmöglich wäre es ja nicht. Guck einfach mal, wie weit ich komme. Da hinten sehe ich erstmal einen Drachensnapper. Ah ja. Aber oh, die ist ja noch eine goldene Schale, geil. Aber nur einer von diesen Minecrawler-Dämonen, das finde ich schon ein bisschen seltsam. Habe ich das alles hier noch übersehen bei meinem letzten Besuch? Krass. Also hier weiß ich ja, das Nest habe ich hier hochgenommen. Da ist jetzt doch erstmal nichts Neues gekommen, okay. Na gut, da ist das jetzt hier erstmal soweit sauber und dann versuchen wir uns mal zu Xardas alten Turm mal durchzukämpfen. Mal gucken, wie weit wir kommen und mal schauen, ob hier der Ursprung der dämonischen Bedrohung liegt. Ja, das werden wir jetzt einfach mal sehen. Das finden wir jetzt erstmal heraus. Zumindest sind hier schon mal keine Golems. Okay. Ich dachte gerade. Naja, suchen wir. Oh Mann. Ein Mist viel weniger. Lief auch gut. Muss sagen, gegen gegen Suchende kämpfe ich ja sehr gerne. Oh, nö. Wo ist denn jetzt Chani? Hallo. Hilfe. Hey, renn doch nicht weg. Komm zurück. Renn nicht weg. Was machst du? Ich brauch dich doch. Hey, komm zurück. Das ist immer dasselbe mit den Frauen. Heile mich. Ich glaube, er hat das so gar nicht geschmeckt, dass ich zu dem Turm wollte, oder? Wie schon immer mal, dass sie jetzt auch wirklich nachkommt. Ey, das gibt es doch nicht. Ist ja totale Probleme hier, zwischen diesen Felsen lang zu laufen. So. Okay. Will ich da jetzt erstmal reingehen?
Doch, ich denke schon. Wir gehen erstmal rein, oder? Habe ich noch magische Pfeile? Jo. Ein Mistvieh weniger. Wie trocken sie das so gesagt. Ein Mistvieh weniger. Ja, der magische Wurm hat auch gut Schaden, ne? Oh. Ich weiß gerade gar nicht, welche Mod das gemacht hat, aber ich glaube, also entweder Xeris Rückkehr oder die Rückkehr, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Aber da war es auf jeden Fall so, dass der Dämon vom Gothic 1 Xardas hier unten noch war und mit dem man auch wieder diese Golem-Rätsel lösen musste. Das fand ich irgendwie ganz nett gemacht, muss ich sagen. So, das nehmen wir alles mit. Heile mich kurz. Ja, Chani ist so ein bisschen jetzt gestuckt hier. Ich weiß nicht. Ich gehe einfach mal hoch. Ich hoffe einfach mal, dass sie mitkommt. Dass Chani sich jetzt wieder so ein bisschen entbuggt und hochkommt. Jawohl. Ah, hier war noch ein Suchender irgendwo, okay. Hm. Amulett des Geistes. Ja, das sind noch beruhigende Stimmen in meinem Kopf und dann lege ich mich erstmal schlafen. Wo ist denn jetzt aber Chani, ey? Das nervt mich jetzt echt ein bisschen, dass sie nicht hinterherkommt. Habe ich eigentlich das Auge Innos wieder? Ja, doch, habe ich eigentlich. Mann, Chani, ey. Och, ein bisschen krampfig ist es ja schon mit Begleitern in Gothic 3 auch, aber... Oh, ja moin. Kommst du denn hier? Hm. Okay, ich weiß nicht, wo Chani jetzt ist. Okay, werde ich auch erstmal jetzt wahrscheinlich so schnell nicht rausfinden. Naja, egal. Machen wir erstmal ohne sie kurz weiter. Dann teleportiere ich mich in die Burg zurück. Und dann hoffe ich einfach, dass sie wieder nachspawnt. Wir werden dich kriegen. Oh shit. Denken sich auch so, was mache ich hier? Okay, hat ja gut geklappt. Ich will mich nicht beschweren. Geil, nochmal Teleport zum alten Mundtum, Untote vernichten und einen Dämon beschwören. Habe ich auch nochmal als Zauber bekommen, das habe ich gesehen. Das ist ja. Das kann ich nicht lesen. Schade. Also einen Dämon nochmal zu kriegen, das ist ja natürlich eine ganz feine Sache. Die werden mir später auf jeden Fall noch im Late Game helfen. Ja. Okay, ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein guter Besuch hier. Hat nochmal viel XP gebracht, nochmal ein Teleporter, kann auch nicht schaden. Ich claim den Turm jetzt mal für mich, ja. Wird ja wohl keiner jetzt was dagegen haben, ja. Es ist immerhin hier totes Niemandsland. Ja, ich hoffe halt echt, dass Chani jetzt nochmal irgendwie gleich nachportet oder so. Das wäre irgendwie ganz gut, wenn ich jetzt hier lang gehe zum Beispiel. Na nö, wo führt denn diese Brücke dahin? Ah, da ist sie.
Ah, da ist wieder einer von diesen Dementoren oder von diesen Dämonen. Lords oder was auch immer. Portalhütern. Das gab mir einen Tagebucheintrag. Hä? Dämonische Bedrohung? Nun, ich sollte alle Hüter erwischt haben. Sie stellen kein Problem mehr dar. Ich sollte jedoch nach Dämonen ausschalten, die bereits aus den Portalen in diese Welt gekommen sind. Ach so, das war's jetzt schon mit der Quest? Okay. Scheiße. Fuck. Okay. Das ist ja... Okay, das ist eine seltsame Quest gewesen irgendwie. Das ist echt irgendwie eine komische Quest, muss ich sagen. Ich dachte halt irgendwie, man kann durch diese Portale durchtreten und irgendwie, ja, keine Ahnung, in so eine parallele neue Map irgendwie noch kommen oder sowas. Das hatte ich halt gedacht, aber... Da habe ich mich irgendwie geschnitten anscheinend. Tja, wie bekomme ich die da jetzt klein, die Viecher? Will die, also wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann muss ich die jetzt auch wegkriegen. Hier, guck mal, was ist denn mit Feuersturm? Jeder mag einen guten Feuersturm. Perfekt, es macht ihm null Schaden. Saugefährlich sind die Viecher auf jeden Fall. So viel kann man schon mal sagen. Heile mich. Da muss ich schon noch ein paar Stufen steigen, ey. Bisschen mehr Lebensenergie bekommen. Portalhüter, okay. Oh, wer liegt denn hier? Toter Dämonenjäger. Sehr witzig. Toter Dämonenjäger. So, so. Tja, wie viele Portalhüter habe ich denn erwischt? Das waren doch nur zwei, oder? Ich glaube, es waren nur zwei Portal. Toter Dämonenjäger. Ja, gut. Hätte man irgendwie, ich glaube, man hätte irgendwie mehr draus machen können aus der Quest. Gerne halt auch mit so einer Parallelwelt irgendwie, ne? Wo man sich hinteleportieren kann, wo man nochmal ein extra Level hat oder irgendwie sowas. Das hätte man, finde ich, hier eigentlich ganz gut machen können. Aber gut. Wer bin ich schon, das zu entscheiden? Ich würde schon sagen, da hat man ein bisschen Potenzial, hat man da schon liegen lassen. Weil gut, die bringen. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass es nur eine Balancing-Maßnahme war, diese Viecher reinzubringen, weil man wusste, okay, die Gegner werden schwerer, ne? Wir brauchen halt auch irgendwie was, um dem Spieler die Möglichkeit zu geben, da mitzuleveln. Also packen wir jetzt hier irgendwie eine komische Dämonenbedrohung noch da zusätzlich rein, um das zu gewährleisten, dass der Spieler halt ein bisschen mitleveln kann. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das ganz in dem Stile jetzt dann irgendwie lief. Das wäre nicht verwunderlich, zumindest. Da oben sind noch mehr von diesen dämonischen Varanen. Es hat aber auch noch eine Steintafel und so, wenn ich das sehe. Die müssen ja schon noch weg irgendwie. Also zu zweit sind die Viecher schon böse, ey, ne? Wie mache ich das? Die halten halt auch verflucht viel aus.
Ja, was wäre eigentlich, wenn ich so ein paar Companions erschaffe? Alter. Mann, Chani, ey, echt, was ist los mit dir? Tja, ich fürchte, da werde ich wohl erstmal nicht ankommen, wa? Ist halt noch dämonischer Wolf und so. Ach komm, wegen der Steintafel, scheiß drauf. Ich komme später wieder. Wir machen das schon noch, aber ich komme später wieder. Wir machen das jetzt hier nicht so über den Weg. Ich gehe jetzt hier nochmal kurz... Ah, da ist noch einer von diesen dämonischen... Okay. Ja, ja, ich steig noch ein paar Stufen auf, ja, und dann komme ich wieder und dann klären wir das mit den dämonischen Viechern hier. Ach du heilige Scheiße. Was passiert hier? Oh mein Gott. Das ist ja richtig schlimm. Okay, wisst ihr was? Zurück zur Burg. Zurück zur Burg. Nochmal kurz neu ausrichten. Andere Strategie fahren. Und ja. Lief jetzt nicht gut. Ich würde aber ganz gerne... Ich würde aber ganz gerne mich jetzt durch die Orkstadt noch kämpfen. Wenn wir das noch in der Folge schaffen könnten, wäre es cool. Weil dann könnte ich in der nächsten Folge nämlich in den Schläfertempel wieder rein. Das würde ich jetzt gerne als nächstes machen. Und da würde ich jetzt also erstmal sagen, auf zur Orkstadt. Bis gleich. So, okay, wir sind vor der Orkstadt. Und wir werden jetzt hier etwas aufräumen. Ein Mistvieh weniger. Ich denke, noch ein Level up. Oh doch, das ist eigentlich gar nicht mal so unrealistisch, glaube ich. Das könnten wir vielleicht sogar schaffen. Aber ganz ehrlich, ich neige irgendwie schon noch dazu, da unten dem Schürftrupp da zu helfen. Und zu versuchen, dass Fayette und Tengron wenigstens überleben. Das wäre schon eigentlich geil. Aber es ist auch irgendwie unrealistisch, dass ich das schaffen kann. Komm, wir probieren es mal. Ich will den schon noch versuchen zu helfen. Irgendwie, das wäre schon ganz geil. Weil ich kann ja Tengron noch sagen, dass ich seinen Ring an Uda abgegeben habe, glaube ich. Das bringt ja auch nochmal Erfahrungspunkte. Wisst ihr, was ich meine? Ein Mistvieh wie. Scheiße, Fayette. Ich muss unbedingt Tengron retten. Oh Gott. So, das war's mit dir. Nein, Chani ist tot. Oh Mann. Warte mal. Das ist doch scheiße. Oh Mann, mein Kopf. Wie ist eure Situation hier? Wir sind umgeben von Monstern und haben kaum Erz zutage gefördert. Zudem haben wir viele gute Männer verloren. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten werden, aber wir geben nicht auf. Okay, hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt, ehrlich gesagt, diese Rettungsaktion. Scheiße. Nee, also Chani dafür aufzugeben, ist ja total worthless. Aber ich gehe jetzt trotzdem runter. Ich will die Orks ja trotzdem besiegen. Im Zweifel töte ich einfach die Paladine direkt mit. Ein Mist viel weniger. Weißt du, ich denke mir so scheiße feiert. Scheiße. Ey, das läuft jetzt gerade gar nicht gut, ey, ne? Fucking, ja. Ey, ich muss das jetzt versuchen noch, also das kann ja wohl nicht wahr sein.
nicht sein, dass wir selbst mit Verstärkung das jetzt hier nicht hinkriegen. Ein Sträfling überlebt, ey. Und alle anderen sind tot. Fire tot. Tengron tot. Und der stellt sich erstmal entspannt hier an seinen Kessel und kocht weiter. Geiler Typ. So. Aber gut, okay, ist ja nicht schlimm, weil es hat ja offenbar eh nichts gebracht, hier mit denen zu reden. Von daher ist es jetzt auch egal. Heile mich. Ich habe einen Freund, wenn du willst, kann ich dich auch noch von deinem Leid erlösen. Na was? So. Wird keiner nachfragen am Ende des Tages. Wir sagen einfach, er ist heldenhaft im Kampf gegen die Orks gefallen. Was eine verdammte Lüge wäre, aber ist mir eigentlich auch egal. Ein Mist viel weniger. Uff. 6 Lebensenergie hatte ich noch gehabt. 6 Lebensenergie. Heile mich mal bitte weiter. Voller mehr. Danke. Heile mich. Okay, diesen lächerlichen Bogen lege ich jetzt nochmal ab. Und ich hatte hier noch einen von diesen dämonischen Waren. Ah, es sind wieder 2, ey. Nee, vergiss mal. Die sind mir noch ein bisschen drüber. Also ich lege mich mit 5 Orks an, aber nicht mit 2 von diesen dämonischen Waren, ey. Die sind da schon ein bisschen sehr unangenehm, muss ich sagen, als Gegner. Ah, deines Urschack, genau. Genau, den hatten wir ja auch noch hier. Den Kollegen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, den quatschen wir in der nächsten Folge an. Da sollten wir auf jeden Fall locker noch ein Level abschaffen. Da brauchen wir nur noch 1000 Lernpunkte für. 1000 Erfahrungspunkte. Und dann gehen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall, auch wenn wir hier das mit Urshak geklärt haben, gehen wir dann auch in den Schläfertempel rein. Ja, würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Macht's gut, bleibt gesund. Für mehr Gothic-Content, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.